Welche Dinge aus der Liste machten am ehesten Sinn? Gibt es da eine Art Priorität? Macht das Anlegen einer solchen Liste überhaupt Sinn? Was könnte ich mit meinem Gewissen dort vereinbaren, was nicht? Wie bereitet man sich überhaupt auf das Ende vor? Jetzt, wo wir sehen, dass das Ende vor unseren Augen offenbar wird und dass Dinge geschmiedet werden, die definitiv in der Endzeit eingesetzt werden. Das Gedankengut scheint bereit zu sein. Dinge sind fortgeschrittener als je zuvor, gerade im letzten Jahr oder 1,5 Jahren. Das Gedankengut ist sehr vorangeschritten in vielen Instanzen, ganz wie die Bibel es sagt. Du redest vielleicht mit Menschen, du merkst, dass du kommst schwieriger an sie ran als vorher, wirst vielleicht mehr abgelehnt mit Wahrheit als vorher. Habe auf eine Seite mal geforscht und da war der Vermerk, dass als man diese Webseite angefangen hatte, hat man versucht, viele, viele Menschen zu informieren, um sie vor Schaden zu bewahren. Aber sagt der Betreiber der Webseite, dass der Schaden ist schon passiert, man kann gar nicht mehr so viel machen, höchstens hier und dort noch Kontakt zu haben und für das Beste hoffen. Und so geht es uns jetzt tagtäglich, wo wir auf das Ende jetzt zusteuern. Bin immer wieder neu überrascht, dass Menschen, die halt sagen, sind im Glauben, merken gar nicht, wo wir stehen. Ich weiß nicht da, ob da unterschiedliche Quellen angezapft werden. Das sind die gleichen Nachrichten, die andere auch haben, vielleicht mal mehr, mal weniger. Aber das Gedankengut und die Atmosphäre müsste doch jedem jetzt klar sein, wo wir stehen, wenn jemand den Geist Gottes hat. Und dann gibt es wieder die, da rede ich immer gerne drüber als Erinnerung, dass es eine Gefahr ist, die halt anderen Menschen die falsche Hoffnung einer Entrückung machen. Und wenn du das halt versuchst zu belegen, dann werden die Menschen auch noch zornig und zitieren da ein oder zwei Verse und sagen, es ist aber so, der Herr wird uns nicht durch die Drangsal lassen und bauen auf irgendwas, was gar nicht in der Schrift steht. Also, wie bereitet man sich vor? Sind diese Dinge, die hier stehen, in irgendeiner Art und Weise zu konkretisieren? In der ersten Instanz, wenn wir von Vorbereitung für die Endzeit sprechen, dann hilft nur das, was von vornherein der Grundstein im Glauben war, nämlich, dass die Vorbereitung rein nur inwendig ist. Okay? Die Vorbereitung, die Bibel meint, ist, dass man an der ersten Stelle im eigenen Leben die Beziehung zu Gott gehalten hat. Das war der Fokus. Wie lebe ich? Ist das Gott wohlgefällig? Wie werde ich tagtäglich mehr geformt durch den Heiland, so zu werden wie er, wie Jeschua, wie Jesus Christus? Denn er ist der einzige Zugang zu Gott. So zu werden wie er ist das Ziel des Gesetzes. Dafür ist Jeschua gestorben, denn er möchte aus uns, unserer alten Natur, den neuen Mensch machen. Wie schreite ich voran in diesem großen Ziel? Das ist, was Jeschua meint, dass sucht ihr zuerst das Reich Gottes. Reich Gottes ist ein Synonym für den Vater, für Gott. Sucht zuerst Gott, das Reich Gottes, und diese Dinge würden euch hinzugetan werden. Man sucht nicht das Reich Gottes, damit diese anderen Dinge hinzugetan werden. Aber das ist tendenziell der natürliche Verlauf, dass Dinge, Güter werden dir auch zuteil, wenn deine Beziehung zu Gott dir sehr am Herzen liegt. Und das ist interessant. In wirtschaftlichen Studien und Forschungen hat man bemerkt, dass nicht unbedingt die Grundlage der natürlichen Ressourcen immer entscheidend ist, für wie sehr ein Land oder Kultur voranschreitet. Heißt, wenn es Länder gibt, die gar nicht so reich an natürlichen Ressourcen da jetzt Anteil haben, weil es vielleicht nicht bei ihnen wächst oder sie haben keinen Zugang oder sie können es aus dem Boden nicht schöpfen, es gibt es bei ihnen einfach gar nicht. Wenn aber der Zusammenhalt im Volk oder in der Kultur sehr stark ist, der Bund ist stark und die lieben sich und die sind sich eins, können oftmals andere Kulturen und Länder überrunden und überbieten, die eigentlich aber viel reichlicher beschenkt sind als sie. Und da fallen mir einige Länder ein, während wir über dieses Thema sprechen, wo das definitiv zutrifft. Wir haben da vielleicht ganz viele Ressourcen und Rohmaterial, aber Konflikt innerlich und keine Einheit, und dann nützt auch nicht, dass man so viel hat. Also Güter ist noch nie die Grundlage gewesen der Gottseligkeit. Umgekehrt. Die innere Bindung ist das erste Höchste. Wenn du den Frieden hast zu Gott, und ja, es gibt Tage, da brauchst du Weisung und du hast Fragen, aber generell, das Konstrukt ist gesund. Dein Frieden ist, dass du weißt, dass du bist Gottes Kind und du bist sicher, dein Name ist geschrieben im Buch des Lebens, weil du dich heiligst und du hast dies als Oberstes. Das ist die erste Vorbereitung, die du treffen kannst. Das ist, worum es schon immer ging. Deswegen ist so eine Art Segen auch in solchen Zeiten zu vernehmen, dass wenn das Ende
auf uns zukommt, die Ernsthaftigkeit für die, die den Weg suchen, auch zunimmt. Man weiß, man hat nicht mehr jetzt Zeit, langfristige Pläne zu schmieden, die von vornherein vielleicht gegen Gott waren. Oder selbst wenn man dachte, die waren gut und für das Reich dienlich, überprüft man diese nochmal, wie viel Sinn macht das, wie viel Frucht würde ich davon haben. Also die innere, die inwendige Verbindung zu Gott durch Gebet und dass man ihn liebt und dass man in Kontakt mit ihm ist, ist das allererste, was zu suchen ist. Schon von vornherein war das die Grundlage gewesen. Okay? Daraus folgt natürlich jetzt auch, dass da praktische Dinge mit einhergehen. Und das nächste gleich ist, dass wenn man die Beziehung zu Gott an erster Stelle gesetzt hat und die ist im Reinen, dann greift es auch um sich, indem man die Beziehung zu seinen Mitmenschen auflegt und reinigt. Das heißt, schau es mal in der eigenen Familie. Wie sieht es mit der Ehefrau das ist, oder Ehemann, Kinder und dann deine Eltern und Familie und die Menschen um dich herum, deine Nachbarn, aber speziell auch die Gemeinde. Geschwister, Menschen, die du noch kennst, wo du sagst, die sind im Glauben, wir sind da eines Geistes, ich spüre, wir sind auf dem Weg gemeinsam, ist mein Rat, such die Verbindung zu ihnen, auch wenn du nicht mit ihnen immer zusammensetzen kannst jeden Tag. Versuch wenigstens da, wenn da irgendwie was war, was geklärt werden muss, das zu klären. Wenn du irgendwas Falsches gesagt hast gegen irgendjemand, scheu dich nicht, demütige dich, bring es ins Reine. Entschuldige dich, heile da wieder Beziehungen oder wenn du meinst, irgendjemand müsste dir gegenüber was korrigieren, dann biete es an, dass da Frieden herrscht. Okay? Versuche, dass von dir aus die Heilung im geistigen Leibe, entweder mit Menschen, die um dich herum sind oder verwandt oder entfernt, dass das heile und intakt ist, dass dieser Bund erstmal da ist. Viel wirst du vielleicht nicht mehr ausrichten können. Ich weiß nicht, welche Wege der Herr nutzt in der jetzigen Zeit mit Menschen um dich herum, die gar nicht etwas von Gott wissen wollen, hat aber auch die Bibel vorgesagt, dass in den letzten Zeiten, dass die Zustände werden schlimmer sein. Es macht jetzt auffallen, dass es immer schwieriger wird, Menschen überzeugen zu wollen mit Fakten oder Argumente und es lohnt sich auch gar nicht zu streiten oder zu argumentieren. Ein Knecht Gottes soll auch nicht streiten. Du willst vielleicht Menschen retten, aber merkst, dass der Schaden, wie der eine Mann oder eine Betreiber es sagte, ist schon sehr groß und Dinge sind schon sehr stark vorangeschritten. Nochmal, es überrascht mich immer wieder, dass Menschen nicht verstehen, wie weit wir vorangeschritten sind, gerade wenn sie sagen, sie glauben. Diese Zeichen und diese Atmosphäre der Zeit, die wir jetzt hier gerade durchleben, die müsste eigentlich klar und deutlich sein. Also Jeschua hat es vorausgesagt und hat uns schon vorgewarnt, dass diese Zeiten werden kommen. Wichtig also, erste Grundlage ist, unser Herz zu Gott ist intakt. Unsere Beziehung zu Mitmenschen, die ist rein, wir sind uns nichts bewusst, unser Gewissen ist da klar. Und jetzt geht es darum, welche praktischen Schritte hat man jetzt zu tun? Soll man jetzt hier auswandern? Soll man Gold und Silber anlegen oder kaufen? Soll man da Bargeld sichern? Sollte man da Getreidevorräte etc.? Und da wird der ein oder andere sagen, aber physische Vorbereitung ist auch ganz wichtig. Siehe zum Beispiel Josef, der halt wusste, dass eine Dürre und Hungersnot kommt, der hat sich auch vorbereitet und hat da die Scheunen und die Silos und die Speicher brandvoll mit Korn da gefüllt. Und die Frage ist natürlich aber, woher wusste er das? Er wusste, sich vorzubereiten aufgrund dessen, dass er so eine starke Verbindung zu Gott hatte, weil er stark auf Gott vertraute. Die Weisheit kam von Gott, dies zu tun. Also ohne Gott können wir gar nicht wissen, was genau sollen wir tun in der Endzeit. Deswegen, die Liste wäre sehr, sehr lang, was man jetzt alles machen muss, wenn Gott dir nicht sagt, das ist, was du tun sollst, wenn diese Beziehung nie da war. Deswegen haben wir auch im letzten Video gesagt, wenn Menschen, die stark nach Karriere oder Geld oder Erfolg gestrebt haben, als es ruhig und keine Drangsal und Dinge nicht da aufgewühlt waren, die haben so gelebt, denen fällt es jetzt schwer, jetzt plötzlich zu hören, ich müsste mich ganz auf Gott vertrauen, auf Gott stützen, denn ich weiß gar nicht, was genau ich jetzt da machen soll. Weil sie glauben vielleicht, dass, naja, ich bin ja so reich geworden, weil ich habe klug angelegt, ich habe klug investiert. Stimmt nicht ganz. Gott hat das Gelingen von vornherein geschenkt. Der eine war vielleicht genauso klug, aber bei ihnen hat es nicht funktioniert, weil er hat da in die falsche Aktie da sein Geld angelegt. Oder er hat es da zum falschen Zeitpunkt mit der Immobilie angefangen. Ich weiß von einem Mann, wirklich ein sehr, sehr freundlicher und netter Mensch und den mochte ich sehr. Und der hat immer was studiert. Irgendwann hat er angefangen, irgendwie Möbeldesign zu studieren an
Zu dem Zeitpunkt, wo er angefangen hatte, da war es sehr vielversprechend auf dem Markt und Menschen konnten viel Geld damit verdienen. Als er nach 4 Jahren fertig war und auf den Markt kam, wollte ihn keiner haben, weil das ist eingebrochen durch die Konzerne und wie Dinge hergestellt werden. Er konnte kaum damit was anfangen, musste wieder sich komplett neu orientieren. War der Mensch doof oder konnte er nichts? Nein, sehr brillant, sehr intelligent, hatte auch da die besten Konstrukte vorbereitet, aber es hat nicht gegriffen, zumindest nicht das. Also der Vater war von vornherein der deine Ausbildung und Dinge da bewirtschaftet hat. Wir glauben, dass wir waren so klug, von vornherein war das nicht greifen. Deswegen, wir wissen gar nicht, was genau zu machen ist. Wir glauben das, aber es ist nicht der Fall. Und dennoch können wir nicht tatenlos sein, das sehe ich ein, aber die Taten sind sehr begrenzt. Nichts davon macht wirklich Sinn, wenn der Vater es nicht leitet. Ja? Der Vater wird es leiten zur rechten Zeit. Du musst nur sicher sein, dass du autark lebst, dass du fleißig bist und ehrlich und nichts schludern lässt und die Sachen angehst, deine Arbeit machst, offen bist für Informationen, im Gebet bist, bereit bist zu reisen, aber bist auch bereit zu bleiben. Und kommen wir zum ersten Thema. Was ist denn mit der Thematik Auswandern? Wäre das ein guter Zeitpunkt, jetzt auszuwandern? Dieser Punkt auszuwandern, der hat mich von vornherein interessiert. Ja, als es noch ruhig war, ich weiß, vor 6 oder 7 Jahren vielleicht war es gewesen, dass plötzlich kam mir der Gedanke, wie wäre es eigentlich, wenn man mal die Szene ein bisschen wechselt? Man würde irgendwo sein, wo man vielleicht tatkräftig an irgendwas arbeitet, wie zum Beispiel Landwirtschaft mit Gleichgesinnten. Und man würde eine Kommune gleichzeitig mit aufbauen. Vielleicht würde man da für Menschen verantwortlich sein oder selber unter einem Pastor. Und dadurch könnte man durch die natürlichen Produkte Menschen pflegen, helfen, verkaufen gleichzeitig und dadurch einen Dienst tun. Habe irgendwas gelesen über Eden, hat mich interessiert, habe mich ein bisschen umgeguckt, habe da ein Land gefunden, da schien eine Kommune zu sein, die sowas machte, nur kurz Kontakt aufgenommen und dann war auch schon nach 1, 2 Mal Schreiben klar, das ist nicht der Weg und dann habe ich das verworfen. Aber das hat mich schon immer interessiert, auch vom Hintergrund her, dass ich auch lange Jahre in einer anderen Kultur gelebt habe, fühle mich immer wohl, wenn ich im Ausland bin und eine andere Kultur da ist, andere Dinge kennenzulernen. Also von vornherein war das jetzt nichts, wo ich jetzt gedacht habe, das wäre absurd. Und, aber unter Drangsal und unter Druck wird deine Sichtweise höchstwahrscheinlich betrübt sein, weil du wüsstest gar nicht, wo du hin solltest. Du würdest vielleicht sehr viel Aufwand betreiben und vergiss dabei, dass in der Bibel steht, dass diese Drangsal wird über die ganze Welt kommen. Was passieren wird, ist, dass ein Überrest wird überleben. Wir wissen nicht, wer. Deswegen kannst du alles eh nur in die Hände des Herrn legen. Aber wenn da konkrete Dinge gerade sind vor deinen Augen, ja, in erster Instanz dein Gewissen ist rein. Du sagst, ich verlasse jetzt nicht das Land und lasse alle meine Freunde und Geliebte im Stich und die müssen dementsprechend einfach zusehen, wo sie bleiben. Mögen sie doch verrecken, Hauptsache ich bin sicher. Wenn das alles geklärt ist, dass reine Intentionen eine reine Passage hättest du und du hast gerade irgendwo Land, weil du mal irgendwo investiert hast oder dein Vater oder Eltern haben irgendwo noch ein Haus gekauft und du könntest dahin und es scheint gerade ruhiger, dann würde ich dir raten, das zu tun und du hast es ins Gebet gebracht, was von vornherein vielleicht eine Möglichkeit gewesen wäre, nutze es. Okay? Aber aus dem Nichts etwas jetzt kreieren zu wollen, aus dem Boden zu stampfen und da muss es jetzt sein, ich kenne die Kultur gar nicht, ich weiß nicht, welche Herausforderungen auf mich da warten und ich investiere alles, weil ich glaube, es wäre da sicherer und der Geist ist Feigheit und nicht Vertrauen, dann gehe ich von vornherein aus, dass es nicht gelingen wird. Entweder wirst du zurückgeschickt oder wirst du vielleicht deine Finanzen da einfach nur verschleusen und musst dann wieder von vorne anfangen oder bist wieder da, wo du vielleicht vor 3 Jahren warst, was auch immer passieren wird, ich glaube nicht, dass es gelingen wird. Du musst es natürlich entscheiden für dich, ich gebe nur Rat, aber ich glaube nicht, dass es der Weg ist. Der Weg muss aus Vertrauen sein und mit Bedachtheit und dein Geist muss auch sagen, dass es der Weg ist. Wir reden nicht davon, dass die Sache hat sich so zugespitzt, du musst in dieser Nacht Ort und Stelle verlassen, weil es geht um dein Leben. Dann ist es schon fast egal, wo du dich befindest, Hauptsache du bist irgendwo, wo du dein Leben sichern kannst und das alles musst du betrachten, während jetzt die Endzeit vor unseren Augen ist, dass du weißt es wirklich nicht, was da zu machen ist. Wie sieht es aus mit dem Garten anlegen? Hättest du vorher auch schon machen können und wenn es dir jetzt Freude macht, mach es gerne. Vielleicht sicherst du dir 1, 2 Monate mehr, aber das wird es nicht sein. Okay, diese ganzen Dinge, die Ressourcen, die gehören dem Vater. Solange du nicht schluderig bist, solange du dich vorbereitest in der Art und Weise,
wie du es hätte machen sollst und du weißt nicht, was du hättest besser machen können, dann ist jetzt wahrscheinlich auch nichts, was du besser machen kannst. Nicht jeder kann einen Garten anlegen, nicht jeder hat ein Grundstück. Es ist nicht das Mittel für einen jeglichen, jetzt einen Garten anzulegen, wenn du es gar nicht hast. Wenn du es hast, nutze es. Gold und Silber, du weißt nie, wie der Preis ist und wie die gesetzlichen Bestimmungen sein werden, ob du es überhaupt behalten darfst, ob es überhaupt eingesetzt wird, um irgendwas zu bezahlen. Das sind physische Dinge, die hättest du nochmal schon zu Zeiten auch machen können, wo es ruhig war, einfach aus einer ganz normalen Intention handeln zu wollen. Diese Dinge werden dich nicht retten. So gut die alle sind, ich spreche jetzt nicht dafür oder dagegen, diese ganzen Dinge sind gut, okay? Aber ich behaupte, du weißt nicht, was davon wird greifend sein, wenn es wirklich gebraucht wird. Du kannst nur vertrauen. Wenn das dir schwer gefallen ist bis jetzt, zu vertrauen, dass der Vater leitet, dann mag es jetzt auch eine Herausforderung sein, weil dein mentales Ich, der gefallene Mensch, dir sagt, ich muss mich eigentlich sichern und retten. Deswegen, wenn Menschen da ganz lange Dinge hinterhergegangen sind und irgendwann merken, dass es ist nicht das, was einen erlöst oder glücklich macht, deswegen hörst du, dass viele berühmte Menschen dann plötzlich trotz aller Mittel der Welt irgendwo Therapie machen wegen Alkohol oder Drogenmissbrauch, weil eine Flucht muss wieder her aus dem, was man geschaffen hat. Man hat so viel Energie reingesteckt und ist plötzlich depressiv und verzweifelt, dass das alles, was man erreicht hat, überhaupt nicht das ist, was Glück oder Erfüllung bietet. Getreide und Essen und Brot kaufen hättest du und sollst du sowieso machen. Ein bisschen Vorräte anzusammeln, ein bisschen Bargeld zu sichern, ein bisschen deine Finanzen irgendwie gesund zu pflegen, schauen, ob du vielleicht Vorräte hast, die ein oder zwei Wochen oder ein paar Tage reicht, aber das ist nichts Neues, okay? Also es gibt nichts, was, wenn ein Pastor dir sagt, diese Dinge müsst du jetzt tun, aus dem Nichts heraus, dann vielleicht wird Panik und Aktionismus jetzt das Ergebnis sein. Wenn du nichts von den ganzen Dingen hast, Grundstück oder Haus oder Finanzen, und jetzt sollst du es plötzlich kreieren, wird das jetzt mehr Vertrauen aufbauen oder Zweifel und Panik? Ich frage dich. Wenn du diese Dinge hast, damit möchte ich schließen, betrachte sie. Wenn diese Dinge vor deinen Augen sind, du kannst sie nutzen, nutze sie. Wenn diese Dinge nicht da sind, für beide gilt nur eins, ist deine Beziehung zu Gott intakt. Das ist der Zufluchtsort, den du brauchst. Alles andere herum musst du mit dem Geist Gottes machen. Jetzt noch langfristige Pläne, große Hobbys aufbauen, Dinge vielleicht noch zu planen, die in der Zukunft mal viel was bringen sollen. Ja, du sollst nicht in Panik verfallen und du sollst so tun, du sollst so leben, als ob es morgen Hoffnung gibt. So sollst du leben. Aber die Lichter gehen mehr und mehr aus. Die Beschlüsse werden immer enger. Du wirst vieles nicht mehr machen können in der nächsten Zeit. Außer du gehst irgendwelche Kompromisse ein. Man wird dir sagen, dass, wie es in der Bibel steht, am Ende wirst du nur kaufen oder verkaufen können, wenn du komplett eingewilligt hast für das Reich des Feindes. Erst dann wirst du wieder kaufen und verkaufen können. Und dann hast du alles aufgegeben, hast du alles kompromittiert, was der Vater eindringlich gesagt hat, nicht zu tun. Also wachsam zu sein, ist in diesen Zeiten wichtig. Dass Drangsal kommen wird, steht aber von vornherein in der Schrift. Jakobusbrief zum Beispiel, Kapitel 1, meine Brüder, Vers 2, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fällt. Fällt schwer zu verstehen in der Minute, aber in der Tat ist es halt so, dass der Vater, dem alles gehört, der diese ganze Welt in die Existenz sprach und er im Himmel lebt, wo die Straßen aus Gold sind, und er überhaupt gar nicht mit Bargeld handelt. Das ist Bargeld. Okay? Er hat die wahren Reichtümer, hat es erlaubt, dass du jetzt gerade einen Tag hast, wo es knapp ist. Eins von zwei Sachen. Entweder er will dich strafen, weil er dich hasst, was keine Option sein kann, wenn du sein Kind bist, oder er will irgendwas prüfen oder formen oder dich auf irgendwas aufmerksam machen.
fällt schwer in der Minute, wo du da Hunger leidest. Ich verstehe das, macht Sinn. Aber dieses Vertrauen muss da sein, er möchte mir irgendwas sagen. Denn am Ende will er mir eh alles schenken und überliefern und überreichen. Und wisse, dass euer Glaube, wenn er bewahrt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, auf das ihr vollkommen und ganz seid und keinen Mangel habt. Gott wird nicht zusehen, dass du über deinen Maßen was ertragen musst. Alles, was dir passiert, ist dosiert. Dieses Vertrauen muss da sein. Okay? Also es kommt nicht willkürlich. Der Vater hat alles im Griff, egal wie düster es gerade aussieht. Johannes, Jeschua hat uns gesagt, wir müssen durch diese Zeiten. Johannes Kapitel 16 und hier in Vers 33 steht, solches habe ich zu euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid getröstet. Ich habe die Welt überwunden. Also, Jeschua hat uns gesagt, dass diese Dinge werden kommen. Es ist nur die Frage der Zeit, bis er wiederkommt, um alles wiederherzustellen. Bis dahin müssen wir noch ein paar Dinge hier ausstehen. Geliebte, lasst euch die Hitze, 1. Petrus 4, Vers 12, lasst euch die Hitze, die euch begegnet, zur Versuchung nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern so, wie ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch, auf dass ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Also es ist ein Teil des Plans, um uns zu formen. Nicht immer schön in der Minute, aber wir lernen mehr und mehr auszuhalten. Es gibt nichts, was du an eine Liste abarbeiten kannst, was dir da Glück und Wonne und dein Leben sichern wird. Wenn du irgendwas gemacht hast und es führte dazu, dass dein Leben gesichert wurde dadurch, dann geschah es aufgrund dessen, dass Gott es dir aufs Herz gelegt hat. Also was ich versuche zu sagen, versuche nicht mental menschengemachte Dinge, okay, an der Börse noch schnell zu handeln, Kryptowährung, all diese ganzen Dinge, um genug zu haben, wenn dann die Drangsal kommt. Eh wird es nicht passieren, dass du in Ruhe irgendwo dein Obst und dein Gemüse aus dem Garten isst, weil um dich herum keiner mehr was hat. Wenn das so weit ist, dann ist sowieso schon alles ausgebrochen und du müsstest wieder ganz anders dich aufstellen. Keiner weiß genau, was genau du machen sollst. Die innere Verbindung zu Gott ist wichtig und geh mit Rationalität und Bedachtheit an die Sachen heran. Hoffe, dass dieser kurze Beitrag dir etwas bringen konnte und dass du daraus was gewinnen konntest. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.